Was ist eigentlich der perfekte Fernseher für die PS5? Ich schaue mir heute den Sony Bravia X90J an. OLED, QLED, Dolby Vision, HDR 10+, HDMI 2.1, Local Dimming sind so einige der Begriffe, auf die man bei der Suche nach dem perfekten TV für die PlayStation 5 stößt. Was davon braucht man aber eigentlich wirklich und wie macht sich der Sony Bravia X90J als Gaming-Fernseher? Sony bietet bei seiner aktuellen TV-Reihe verschiedene Preisklassen an. Der Sony Bravia X90J, das ist das aktuelle 2021er Modell, findet man in der mittleren Preisklasse ab 1200 Euro UVP. Bei Händlern gibt es den Fernseher aber schon unter 1000 Euro und damit gehört er eben zu den erschwinglicheren Fernsehern auf dem Markt. Das Überraschende ist aber, dass er für diesen Preis aber eigentlich extrem viel bietet und dazu kommen wir gleich. Der Preis ist bei der Kaufentscheidung für oder gegen einen Fernseher für viele ja eines der wichtigsten Punkte. Und oft muss man bei kleinerem Budget aber bei den Features größere Abstriche machen. Und hier muss ich sagen, überrascht der Bravia X90J, denn für diese Preisklasse bietet er so wirklich einiges. Ich schaue mir jetzt zuerst ein paar dieser speziell fürs Gaming an der PS5 interessanten Features an und sage euch dann auch anschließend, ob der Bravia X90J sich lohnt oder nicht. Bevor ich zum Thema Gaming und PS5 mit diesem Fernseher komme, erstmal kurz ein paar allgemeine Infos. Der Bravia X90J läuft auf Android. Das Menü läuft sehr flüssig und reagiert auch schnell. Die Apps werden instant geöffnet. Die Fernbedienung liegt auch ziemlich gut in der Hand. Und es ist eine der wenigen Fernbedienungen, die ich kenne, die einen Netflix, Disney Plus, Prime Video und ein YouTube Knopf haben. Anschlüsse hat der Bravia X90J auch genügend. Fürs Gaming vor allem wichtig die 4 HDMI-Anschlüsse und davon sind 2 sogar mit HDMI 2.1. Eines der interessantesten Features bei diesem Fernseher ist natürlich Dolby Vision. Das ist ein Feature, das vor allem bei diversen Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Disney Plus, Blu-rays und auf der Xbox Series X wichtig ist. Es sorgt dafür, dass bei Filmen, Serien oder Games alle Szenen qualitativ hochwertig abgebildet werden und sowohl helle als auch dunkle Inhalte werden optimiert dargestellt und das Bild wird detailreicher und viel klarer. Fürs Gaming an der PS5 ist dieses Feature nicht wirklich wichtig, da die PS5 kein Dolby Vision ausgeben kann. Sehr interessant finde ich auch den Autogenre Picture Mode. Der Bravia XR Fernseher erkennt nämlich, ob gerade ein Spiel gespielt wird oder Filme oder Serien laufen. Und mit dem automatischen Genre-Bild-Modus schaltet der Fernseher beim Spielen dann eben automatisch in den Spielmodus und damit wird auch die Reaktionsgeschwindigkeit verbessert. Wenn ihr zum Beispiel Filme über einen Streamingdienst wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder ein Ultra HD Blu-ray Disc auf der PS5 anseht, wird der Standardmodus aktiviert. Das heißt, der Fokus wird auf die Bildverarbeitung gelegt und damit bekommt ihr eine noch ausdrucksstärkere Bilddarstellung. Was ich persönlich an diesem Mode sehr praktisch finde, ist, dass man sich eigentlich um nichts mehr kümmern muss, wenn man zum Beispiel von TV zu Streaming oder zu Gaming wechselt. Ich muss also quasi nicht mehr umständlich ins Menü und den Modus manuell umstellen, weil das ja der Fernseher übernimmt. Ihr könnt euch also quasi entspannt zurücklehnen und immer sicher sein, dass egal wann ihr auf was umschaltet, immer der optimalste Bildmodus eingestellt ist. Super interessant, vor allem fürs Gaming an der PS5, ist auch der Auto-HDR-Tone-Mapping mit HDR-Automatik. Das heißt im Grunde, dass die HDR-Einstellungen schon bei der Ersteinrichtung der PS5 bereits optimiert werden. Die PS5 erkennt automatisch das Bravia-Modell und wählt dann eben entsprechend die beste HDR-Einstellung für den Fernseher aus. Dieses Tone-Mapping ist also genau auf die technischen Eigenschaften des Bravia
Bravia-Bildschirms abgestimmt. Und so könnt ihr wichtige Details und Farben auch in kontrastreichen Szenen hervorragend sehen. Das ist beim Gaming schon ein Vorteil, wenn man bedenkt, dass man dann zum Beispiel Gegner besser und schneller erkennt, weil ihr mehr Details zum Beispiel in der Ferne sehen könnt. Dann kommen wir noch zu ein paar Features, die fürs Gaming auch ziemlich wichtig sind. Der Bravia X90J hat zwei HDMI 2.1 Eingänge. Das heißt, ihr könnt über diese Ports eure Konsole anschließen und mit 4K bei 120 FPS spielen. Und das Coole ist, dadurch, dass er zwei dieser HDMI 2.1 Eingänge hat, könnt ihr also eure PS5 und eure Xbox Series X gleichzeitig anschließen und müsst dann eben nicht ständig die Kabel umstecken. Das Ganze hat einen kleinen Haken, und zwar müsst ihr euch entscheiden zwischen 4K bei 120 Hertz und Dolby Vision. Der Haken ist nur auf der Xbox relevant, da die PlayStation ja kein Dolby Vision ausgeben kann. Aber auf der Xbox habt ihr mit eingeschalteter Dolby Vision dann nur die Option auf 4K bei 60 Hertz. Da ist aktuell aber so gut wie keine Spiele gibt, die native 4K bei 120 FPS und Dolby Vision bieten, ist im Moment dieser Haken, finde ich, ziemlich vernachlässigbar. Was der Bravia X90J nicht hat, ist ein OLED-Panel. Darauf wurde bei diesem Modell zugunsten des niedrigeren Preises verzichtet. Wenn ein OLED-Panel für euch persönlich ein Muss ist, könnt ihr aber auf den Bravia X95J upgraden, der damit also mit der OLED-Technologie ausgestattet ist. Aber ich finde, auch ohne OLED ist das Bild sehr brillant und kräftig, denn er ist mit der Full Array LED-Technologie ausgestattet. Bei Full Array LED sind viele LEDs über die gesamte Fläche des Fernsehers verbaut. Das bietet den Vorteil, dass Licht gleichmäßig verteilt wird. Allerdings ist dies auch die hochwertigste LED-Variante in der Produktion, da mehr LEDs zum Einsatz kommen. Noch günstiger sind die beiden Modelle X85J und X89J, die mit LED-Technik ausgestattet sind. Wenn es euch also darum geht, einen auf die PS5 perfekt abgestimmten TV unter 1000 Euro zu haben, dann ist der Bravia X90J wirklich eine gute Wahl. Wie gesagt, die OLED-Varianten sind da um einiges teurer. Heißt, ihr müsst euch dann eben gut überlegen, ob ihr das zusätzliche Budget ausgeben wollt oder könnt. Dolby Vision ist natürlich auch ein großes Plus, wenn ihr zudem auch auf der Xbox spielt und viele Serien und Filme über Streamingdienste anschaut. In dem Preisbereich gehört der Bravia X90J auf jeden Fall zu den Top-Fernsehern und eben, wie gesagt, er ist perfekt auf die PS5 angepasst. Ich habe euch den Fernseher unten in der Videobeschreibung verlinkt, und wenn ihr weitere und vor allem technische und detailliertere Infos zum Bravia X90J haben möchtet, dann schaut in den nächsten Tagen auch bei Pixel Connect vorbei. Ansonsten lasst gerne einen Like und ein Abo da und aktiviert auch die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, und wir sehen uns beim nächsten Mal.